doch mal. Mal hier in die Geldkasse. 30 Silber, nicht schlecht. Ein Gold. Das war ja hier so dieses Festivität da. Scheiterhaufen machen. Nein. Hm. Na, siehst du, da ist schon der erste Patient da. Wow. Das ist ein krasses Update. Ja, bei dem vorher hast du nur die unten die Totenköpfe gehabt. Jetzt steht da unter der Leiche 3 rote und 5 weiße. Das war vorher nicht. Leiche entfernen, ja. Das ist neu. Ich habe ja noch nicht das andere DLC. Aber das ist neu. Ich weiß halt, dass es jetzt vor kurzem Update gab. Das ist neu. Ach, ich habe glücklicherweise doch noch einen Schalter hoch. Brenne für dich. Habe ich Asche? Mach ich erstmal kurz das Fleischrohraufschnitt. Brauche ich ja. Oh, sonst kann ich keine. Ich muss dafür echt 4-mal gebraten haben. Mann, ich wollte eigentlich das Fleisch verhökern. Weil ich so geldgierig bin. Liegt vielleicht daran, weil meine Frau mich andauernd ausnimmt. Sonst wäre ich doch hier in dem Spiel schon gar nicht mehr wieder so pleite, Schatz. Stimmt gar nicht. Ich bin in dem Spiel gar nicht vorhanden. Dazu bist allgegenwärtig. Selbst im Apex bist du teuer. Es kostet Munition und Leben. So, wie war jetzt die Mische? Giftige Lösung, ja, und Lebensextrakt. Geschmacksverstärker. Okay. Haben wir. Und das Gold. Arbeitszeit.
Oh, what? War ich zweimal? Okay. Ob ich konnte nur einmal jetzt machen. Geschmacksverstärker. Nee, ich habe tatsächlich noch einmal die Lösung. Torf fehlt mir jetzt natürlich, aber okay, das ist ja nicht das Problem. Das Fleisch ist auch schon fertig. Ich glaube, in dem bei den Dings habe ich das die Gewürze hingepackt. Ah, ne? Ja. Und jetzt. Ihr seid dann bei Epics aber nicht gerade günstig. Dieses Kuchen und ich haben ein Abo. Heilmittel. Hier, ich bringe dir dieses Heilmittel. Kloto hat gesagt, das würde dir helfen. Ich versuch's mal. Ich verteile es über diese gebratenen Grashüpfer. Deliziös. Noch schmackhafter als vorher. Vielen Dank. Woher hast du denn diese kostbare Zutat? Die habe ich mit Alchemie und ein bisschen gesunden Menschenverstand selbst gemacht. Interessant, interessant. Ich komme nicht umhin, die vielen Möglichkeiten zu sehen. Dieser Geschmack könnte viele Türen öffnen, vor allem die Palasttüren. Ich muss ein Dinner für die Mitglieder des Königlichen Rates vorbereiten. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Du musst mir ein großartiges Dinner für 5 Leute zubereiten. Willst du mich arschen? Mach ein paar Snacks, eine Hauptspeise und etwas Nachtisch, aber alles sollte von bester Qualität sein, also Gold. Warum gerade ich? Ich bin nicht unbedingt der beste Koch. Ich kann niemanden sonst in der Stadt trauen, es steht zu viel auf dem Spiel. Warum kochst du dann nicht selbst? Blödsinn, ich bin ein Foodie, kein Koch. Keine Sorge, du schaffst das schon und das Gewürz, das du gemacht hast, es wird dieses Dinner unvergesslich machen. Ah, der Typ nervt. Immer noch nicht die Handelslizenz. Kann ich eigentlich bei dir nochmal kaufen? Traubenkerne. Ja, die goldenen Traubenkerne. Nehmen wir einfach mal mit. Das andere ist eigentlich gerade uninteressant. Ja, ich muss mich jetzt sowieso erstmal drum kümmern, eine goldene Zwiebel zu bekommen. Naja, gesagt 5 Stück davon, aber... Oh, jetzt hab ich den Torf dabei. Spitzendünger. Kann ich da wirklich dann aus Silber Gold machen? Okay. Ja, ist klar. Zwiebeln kann ich doch hier anpflanzen, oder? Gucken, wo sind meine Zwiebeln? Zwiebelsamen. Da habe ich sogar Gold. Aber hier. Weil die werden dann nur Silber, ne? Muss ich das mal ausprobieren. Dann mache ich hier nämlich einmal Silber rein. Hier einmal Bronze, um zu gucken, was passiert.
Mehr als in die Hose gehen kann es nicht. Und glücklicherweise ist das nicht meine. Auch schon wieder fertig. Silber und einmal Gold. Bronze und einmal Silber. Wieder verarscht. Das glaube ich, dass ich machen kann. Den Knapsels Gold. Ich hab Wein hatte ich schon abgegeben. Also das hätte ich ja gar nicht die Mission jetzt bekommen von ihm, ne? Stimmt, ja, baue ein Imbiss, ja. Und bring dem Händler 5 Abendessen von höchster Qualität, ne. Hol das Halsband von der Schlange zurück. Ach, mit dem muss ich noch reden? Warte mal, das habe ich schon längst. Naja, morgen ist es eh soweit. Dann kann ich auch runtergehen und mal mit ihm quatschen. Jo, Leiche. Ach, ich habe vergessen, das Ding fertig zu bauen. Und scheiß drauf. Ich denke mal, da werden sich so einige beschwert haben, weil sie nicht zählen können. Dass es deswegen dort steht. Naja, dass es einfacher ist, ist klar. Bestimmt für die Leute, die halt nicht lesen können. Wir klicken wild herum und dann kriegen sie es schon irgendwie hin. Dieses Gucken ist irgendwie heute so schreiblustig. Ja, schraublustig, nein, schreiblustig. Wieso machst du denn hier nichts mehr? Ist das Wasser schon wieder leer? Ich hatte doch erst nachgefüllt. Da war doch... Ja, aber war doch noch drinne. Ja, aber da hätte er immer noch haben müssen. Weil ich ja einmal das Zinnerbier hergestellt habe. Ja, aber er hätte noch einmal haben müssen. Das Fleisch noch brutzeln. Produzieren kann. Das heult da noch. Kann sich nur noch um Stunden handeln.
So. Müsste ich doch eigentlich ja so ein bisschen Wasser haben. Das ist auch schon fertig. Der Schnapsel ist auch schon fertig. Das ist idiotisch, dass er das nicht aus seinem Eimer nehmen kann. Selber kann ich sogar zwei fertig machen. Von dem Zeug gerade mal ein Bein. Wow. Ich habe aber zweimal Silber. Klar, mache ich das. So, und dann machen wir einen Buntarsch reden. Als er schon da ist. Ja. Wegen dieser Halskette, Man hat mir gesagt, dass du mir illegale Dinge besorgen kannst. Habe ich schon ausgegeben, habe mir davon die Anweisung für den Schlüssel geholt. Also wenn du nicht weißt, wie man Staub in Gold verwandelt, dann finde einfach die Halskette für sie, oder schaffst du das nicht? Ich bin Schlange, ich kann alles und jeden in der Stadt finden. Und ich weiß auch, wo die Halskette sich befindet. Ich kann nur nicht, das geht dich eigentlich gar nicht so. Ich muss sein Vertrauen gewinnen, vielleicht erzählt er mir dann mehr. Muss immer noch an diese Halskette denken. Du hast noch eigentlich einen sehr guten Ruf in deiner Profession, naja, wie man es nimmt. Frage mich, was mit Frau Anmuts Halskette schiefgelaufen ist. Ach, das ist kompliziert. Ich bin der Beste in meinem Feld. Ich kann alles finden. Natürlich ist das nicht unbedingt immer ein ehrliches Handwerk, weswegen mich das arrogante Stadtvolk auch wie den letzten Abschaum behandelt. Aber wenn sie Probleme haben, dann kommen sie trotzdem angelaufen. In dieser Halskette steht auch mein Ruf auf dem Spiel. Du hast mir gesagt, dass du weißt, wo sich die Halskette befindet. Also, was ist das Problem? Es ist nicht in der Stadt. Es wurde im Auftrag des alten Kommandanten der Burgfeste erworben. Die Halskette hat sentimentalen Wert für ihn. Mehr habe ich bislang nicht herausfinden können. Erzähl mir mehr von dem alten Kommandanten. Einst war er ein großer Krieger, er ist der Onkel des Königs, aber natürlich ist es kein Problem, so formidabel zu werden, wenn du in einem Palast aufwächst. Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich schon längst König. Er wurde aber einfach Beschützer des nördlichen Passes, also als ob es da oben etwas zu beschützen gäbe. Naja, GOT, ne? Was ist mit der Burgfeste? Die Feste befindet sich nördlich des Dorfes. Sie ist riesig, aber mittlerweile geht sie vor die Hunde. Der Pass ist eingestürzt, als ich noch ein Kind war. Das war am Tag nach dem großen Knall. Es war echt schlimm. Er wurde aber einfach Beschützer des nördlichen Passes, als ob es da oben nichts zu beschützen gäbe. Ich könnte versuchen, ihm zu helfen. Vielleicht kann ich dir helfen, dein altes Leben zurückzubekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir könnten... ja, mal brainstormen. Brainstormen, ist das irgendein mächtiger Zauberspruch? Sowas könnte nützlich sein. Nein, wir denken einfach zusammen über das Problem nach. Und, du könntest mir tatsächlich helfen. Du könntest versuchen, die Halskette mit Hilfe des Dieners des Kommandanten, einem Buchblicken namens Okul, zu bekommen? Warum fragst du ihn nicht selbst? Wir hatten vor einiger Zeit Missverständnisse. Ich habe ihm eine Salbe verkauft, die vielleicht seinen Buckel heilen könnte. Und irgendwie hat er das mit dem vielleicht nicht gehört, also kann ich da nichts machen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass du es nicht schaffst, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Ei. Oh.
Kann ich da mal nachfragen? Ich muss dich auch um etwas bitten. Klar, hier ist das Restaurationswerkzeug, das du gesucht hast. Warte, du hattest es schon? Jo, hatte es die ganze Zeit über. Nichts für ungut, ist rein geschäftlich. Ah! Haben wir das auch noch nebenbei gemacht. Ja. In dem Spiel muss ich schlafen. In der Wirklichkeit muss ich schlafen. Nein! Och Mann. Noch einmal mehr machen können. Wieder diese dämliche Alarmanlage.